Chris Christine Westermann, meine Damen und Herren. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für diese wunderbare Begrüßung. Und auch Sie zu Hause in den Wohnzimmern der Nation können jetzt aufhören, Ihre Salzstreuer aneinander zu schlagen. Denn wir müssen fortfahren in einem Programm, das in diesem Moment beginnt. Zimmerfrei, eine Sendung, in der wir beiden einen prominenten Kandidaten auf seine Wohngemeinschaftstauglichkeit hin antesten wollen. Und dabei hilft uns heute eine Wohngemeinschaft aus Düsseldorf. Hallo, Ansprechpartner ist Jan. Kandidat heute ist ein Mann und das am besten stimmt. Kann man ihn beschreiben mit einer Gitarre. Genau, denn er singt und er schreibt Lieder, in denen, sag mal, er hat vielleicht 4 Takte zur Verfügung und seine Kompositionen sind immer nach dem Motto verfasst worden, wollen wir mal sehen, ob wir in diesen 4 Takten nicht 17.000 Wörter unterbringen können. Das versuchen wir jetzt mal mit den Informationen über diesen Mann. Ja. Was hat er gelernt? Natürlich Industriekaufmann. Und wo wohnt er? Er wohnt natürlich in Berlin. Und sein Familienstand? Er ist natürlich verheiratet mit einem Sack voll Kinder. Und was macht er heute? Heute ist er zu Gast bei Zimmer frei und sein Name ist Reinhard May, meine Damen und Herren! Reinhard May! Jan, hat dein Glück zur Socke getroffen? Total! Reinhard May, meine Damen und Herren! Danke. Normalerweise ist ja Usus, dass wir uns mit unseren Gästen irgendwo hinbegeben, dass wir unsere Gäste beköstigen. Das geht bei dir nicht so ohne weiteres. Wir müssen dich leider bitten, direkt in ein ganz gemeines Spiel mit einzusteigen. Stimmt's, Christine? Wir wollen die Schlacht am kalten Buffet machen, aber erstmal fragen, als du dieses Lied geschrieben hast, welche furchtbare Erinnerung hat dich da bewegt? Das war keine Erinnerung, das war Gegenwart. Ich habe als Musiker auf dem Schiff gespielt. Ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast. Ja, das ist wirklich ein harter Job. Du siehst nämlich, wie die Köche und die Küchenleute mit großer Liebe ein Buffet aufbauen. Ja. Um 23 Uhr wird es freigegeben. Ja. Und das passieren wirklich entsetzliche Szenen. Und du kannst wirklich nur die Flucht ergreifen. Die Leute haben schon 5-mal gegessen. Das Problem ist, man darf selber nicht mitessen, weil man Dinner-Music spielt. Nein, man ist auch nicht so schnell. Weil es ist ja, du vielleicht der Durchschnitt ist ungefähr bei 70 Jahre auf so einem Kreuzfahrtschiff, aber die kriegen wir nicht eingeholt, ich sage es dir. Ja, das wollen wir, da wollen wir die Probe aufs Exempel machen. Bleib bitte hier stehen. Wir müssen jetzt erstmal das Buffet freiräumen. Wir haben uns da für dich mannigfache kulinarische Überraschungen ausgedacht, Rainer. Auf die Plätze. Fertig. Wird das Ding jetzt gehisst, oder was? So, meine Damen und Herren, wir brauchen natürlich jemanden, der einen Startschuss abgibt. Werden wir uns um Teller und Besteck kümmern. Und was wollt ihr? Wir werden das, was wir gleich aufhäufeln, auf unsere Teller wiegen. Und werden die ganze Sendung über essen. Und gegen Ende der Sendung werden wir nochmal wiegen und feststellen, wer am meisten geschafft hat. Isst du von deinem Teller und nicht von meinem? Oder kann ich einen Teller für dich machen? Das wäre sehr, sehr sportlich von dir, mein Lieber. Okay. So, unser berühmter und beliebter Pappenhalter Uli wird den Startschuss geben. Uli, walte deines Amtes. Auf die Plätze. Fertig. Los. Jetzt läuft's. Pass auf. Müssen wir das essen oder nicht? Ja, natürlich. Aha. Ah, Schimmelkäse. Geht es hier um Tempo oder um Nein. Ästhetik? So, es geht darum, was du in Relation gesehen gegessen hast. Ich bin wiegebereit. Ach so, man darf hier nicht so viel drauf machen, oder? So, komm, ich bin einfach. Was sind die Jetzt werden wir wiegen. Aber du bist im Vorteil, weil du Vegetarier bist, das ist gemein, das oder? Ist richtig. Und weil die Buletten wiegen schwer. Ja, aber jetzt weiß ja, warum ich, tust du nicht auch so viel? Ja, ich merke das gerade, ich bin total blöd. Das ist aber das alte... Endlich habe ich es mal selber gemerkt. Ah, es handelt sich um 1 Kilo und den Daumen von der Waage. 1 Kilo 930 Gramm bei mir, 1,930 Kilogramm. Reinhard hat? 680, 81. Ja, 1,681 Kilogramm. Christine, jetzt bist du dran. Möchtest du ein bisschen Kartoffelsalat? Nee, danke. Den esse ich nur, also
in der Bahnhofskneipe in Lünen-Brambauer. So. 1,74. Ist doch gut. 0 Kilogramm. 1,740 Kilogramm. So, da wollen wir mal wieder runtergemacht? Bitte? Welche Buletten? Hier, Reinhard, hier ist dein frugales Tellerchen. Ja, guten Appetit. Was Reinhard, du sitzt hier. Jetzt essen wir. Was magst du trinken? Was Bier? Habt ihr denn? Trinkst Bier, Wein? Du trinkst gerne Wein, oder? Wein hätte ich gerne. Ah, irgendeinen oder darf er auch schmecken? Den billigen roten. Ja. Rot oder weiß? Rot. Rot. Götz, was magst du? Was ist denn noch so da? Kölsch. Da gibt es diesen neuen Zimmerfreisekt. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, der ist gut. Meine Damen und Herren, das ist der berühmte Zimmerfreisekt, den machen wir selber. In unserer Freizeit keltern wir den aus den liegen gebliebenen Wäschestücken unserer Gäste. Dankeschön. Kannst du mal einen Korkenzieher holen, bitte? Einen Korkenzieher, aber selbstverständlich. Ach, guck mal. Wo haben wir denn? Hier ist einer. Ich dachte, das gehört schon zu dem Spiel, dass ihr denkt, ich springe jetzt auf und hole den Korkenzieher. Halt. Nein, nein. So also das ist sehr, sehr nett von dir. Aber weißt du, dieses Tempo galt eigentlich nur der Tatsache, dass wir dich animieren wollten, deinen Teller geradezu unglaublich voll zu häufen. Rumkommandiert wird hier nur einer? Nein, ich habe schon einen Fall. Es geht ja nur um die Tauglichkeit. Ich habe also gelernt, mir immer nur so viel auf meinen Teller am Buffet zu tun, wie ich auch wahrscheinlich aufessen werde. Wie oft musst du denn ans Buffet? Möchtest du meine Gabel haben? Danke, Barbara. Wie oft musst du ans Buffet in deinem Leben? Ich muss nicht. Wenn, dann darf so, ich. Auch. Und dann gehe ich gerne. Aber ich gehe immer zum Schluss, weil es ist wirklich wahr. Vorher ist es echt zu gefährlich. Und da ich sowieso am liebsten die Beilagen esse, habe ich da auch überhaupt gar kein Problem. Seit wann bist du Vegetarier? Ach, also bin ich eigentlich schon... Ich habe immer gerne Gemüse gegessen und nach einer Weile habe ich gemerkt, dass ich eben wirklich die Beilagen am allerliebsten esse. Und habe ich gesagt, dann kann ich das auch konsequent machen. Hat deine Mutter nie gesagt, Junge, isst wenigstens das Fleisch? Nein, weil meine Mutter war ja die Gemüsefanatikerin und die Gemüsekönnerin in der Familie. Die hat das wahrscheinlich durch ihre Küchenkünste hervorgerufen. Sind deine Kinder auch Vegetarier? Ja, komischerweise. So nach und nach geworden. Einfach kein Big Mac zwanghaft oder so? Nee, überhaupt nicht. Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, wird hier kein Kotelett gegessen. Das war nicht so. Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben immer noch gesagt, der eine, das war ein, dem konnte es nicht blutig genug sein. Und dann haben wir immer da rumgesessen und haben ihm zugeguckt und irgendwann das war hat er gesagt, das muss ja nicht mehr sein. Der kam aber charakterlich mehr nach einem eurer Vorfahren, nach diesem Karl May, der hat ja auch immer sehr blutrünstige Geschichten geschrieben. Ich stelle mal die Wohngemeinschaft vor, die uns heute hilft zu beurteilen, ob du bei uns reinpasst oder nicht. Mhm. Eine Wohngemeinschaft aus Düsseldorf. Und wir zeigen dir mal, wie die leben. Düsseldorf-Oberburg. Hier teilen sich Jan, Thomas, Kiwi und Cosima ein altes Haus plus Garten. Ich bin der Jan, komme aus Düsseldorf, bin 28 Jahre alt, Fahrradmechaniker vom Beruf. Ja, ich wohne seit einem halben Jahr hier in der WG. Meine Hobbys sind Fahrradfahren und Snowboardfahren, genau wie Pedi. Ja, und meine momentan größte Aufgabe ist es, Klaus wieder aufzupäppeln, meine kleine Königspython. Die ist nämlich krank und sitzt mit mir hier im Garten. Das ist der Pedi, mein Freund. Der ist 27 Jahre alt und wir wohnen seit 3 Jahren jetzt in dieser Wohngemeinschaft. Das ist die Cosima und ja. Sie ist 24 Jahre alt, macht eine Ausbildung als Goldschmiedin. Er hat beruflich was mit Computern zu tun. Privat sitzt er eigentlich auch ziemlich viel vom Computer. Ich wünsche mir, dass er eigentlich ein bisschen mehr mit mir Fahrrad fährt, weil am liebsten macht er eigentlich nichts. Also faul in der Sonne liegen oder mal Computer spielen. Ab und zu gehen wir manchmal Squash spielen oder Skifahren, wenn es Geld erlaubt. Trotz Lebensduo, in dieser WG geht jeder seinen eigenen Weg. Das gilt auch für die Haushaltsführung. Die vier lösen das Zusammenleben kreativ und spontan. Ich bin der Thomas, ich bin 27 Jahre alt, ich komme aus der Nähe von Heilbronn, wohne seit 2 Jahren in Düsseldorf, studiere Sozialpädagogik und um meine Brötchen zu verdienen, arbeite ich im Jugendclub. Meine Hobbys sind Angeln, Zeitung lesen. Mit meinen Mitbewohnern grill ich leidenschaftlich gern. Würstchen und Garten sei Dank, mit Grillen im Quartett bleibt das Gemeinschaftsgefühl erhalten. Ja, guten Appetit, meine Damen und Herren. Unsere Fürsorge gilt natürlich Klaus. Was macht Klaus, die kleine Python-Schlange? Klaus ist tot, leider. Ist vor 2 Wochen gestorben, ist nicht durchgekommen. Klaus ist tot. Das ist schlimm?
Naja, es geht. Hat er sich gewunden? Also schlimm war es nicht, es ist halt über Nacht passiert. Es war eigentlich im Grunde genommen schon vorher klar, der Arzt hat es gesagt, aber ich habe es halt trotzdem probiert. Ja. Hat nicht geklappt. Wäre das nicht eine schöne Gelegenheit für dich, gerade wo du ja Tiere auch so sehr liebst, sonst würdest du sie ja essen. Das stimmt gar nicht, ich liebe Tiere auch, obwohl mit der schönen Soße natürlich am meisten. Wäre es nicht heute der richtige Abend, vielleicht für Klaus ein kleines Lied zu schreiben? Muss nicht jetzt sein, lass dir das mal durch den Kopf gehen, vielleicht können wir da nachher nochmal drauf zurückkommen. Oder ein Zweizeiler auf zum Gedächtnis. Die werden lang, die Zweizeiler von Reinhard. Warte, wir holen kann ich mich irgendwo in... Halt, was, vielleicht in Klausur? Das geht nicht. Nicht jetzt. Nicht jetzt, denk dir was aus. Ja. Wir deponieren die Klampfe hier jederzeit für dich. Ich brauche tierisch lang. Ja? Das ist das, wovor ich am meisten Angst gehabt habe, als ich in diese Sendung gekommen bin, dass das auf mich zukommen würde. Weil ich sitze ja monatelang bei mir im kleinen Kämmerlein und überlege und... so viel Zeit haben wir jetzt das nicht. Das merkt man überhaupt nicht. Wir haben von jemandem gehört, der dich richtig gut kennt, dass du unglaublich langsam bist. Ich bin bedächtig. Ja, pass bloß auf da. Nein, ich nehme mir Zeit. Das stimmt schon. Ja, ich genieße es. Ich genieße das Leben. Ich genieße das Essen. Ich genieße es, nachzudenken. Und dazu braucht man Zeit. Stimmt. Wie lange braucht man denn für ein Lied wie Über den Wolken? 4 Monate, 6, ein Langstreckenflug? Das ist von Reinhard Mal über den Wolken. Das macht keinen Scheiß, ehrlich. Wie lange? Na, also heute, wenn man so zurückdenkt, ich denke, wird's kürzer, oder? 14 Tage gebraucht. Wirklich? Mhm. Ja. Aber das war so die Zeit, für den Text erleben. Oder für die 2 Akkorde? Der Mann ist alt. Ich hab immer geliebt. Ich will ehrlich sagen, ich hab das immer geliebt. Ja, jetzt schmeißt er sich ran, so macht er das immer. Die ja. ersten 10 Tage für den Text und die letzten 4 für die 2 Akkorde. Als deine Lieder entstanden sind, waren ja Wohngemeinschaften richtig in. Hast du in einer gelebt? Ich habe eine Zeit lang mit Hannes Wader am Rande einer Wohngemeinschaft gelebt. Was heißt denn das? Naja, wir sind dann mehrfach ausgezogen oder ausgezogen worden, weil wir es einfach... Aber das lag eigentlich nicht so sehr an den Wohngemeinschaften, sondern es waren eigentlich mehr Zimmervermieterinnen und man war... Frau Pohl. Und genau, man war bei Frau Pohl und man hat das nur eine so lange ausgehalten, wie einfach die diplomatischen Kräfte ausgereicht haben, um sich mit so einem Zimmervermieter zu einigen. Durfte man damals eigentlich, also Mann und Frau schon, also gab es schon gemischte WGs? Das ist ja überhaupt das Drama gewesen und das war dann auch der Grund, warum das mit Frau Pohl zerbrechen musste, weil das ging nicht. Jetzt lebst du auch in der WG, wie viele? Ja, wir sind 5. 5, ja. Das heißt Mann, Frau und? 2 Frauen und 3 Männer mit mir zusammen. Okay. Und das ist sehr chaotisch, 5 Individualisten. Es blitzt, es kracht, es fliegt Geschirr. Und deswegen ist nicht wahr, es fliegt Geschirr? Wie in dieser Show. Ja, es muss in jeder lebendigen Beziehung muss Geschirr fliegen. Wer darf schmeißen? Brauchst du ein Wohlfühl? Ich kann gerne mal so einen Teller irgendwie durch die Gegend ziehen. Wer darf schmeißen? Mutti, Vati oder die Kinder? Alle. Alle? Ja. Das ist nicht wahr. Ihr werft mit Geschirr in der Wohnung? Wenn es sein muss, ja. Weil es ein zerschmetternder Teller kann manchmal mehr klären als viele. Und es kommen jedes Jahr so viele neue entzückende Dessins auf den Markt für Geschirr. Und man will sich ja von dem alten Zeug nicht trennen, wenn es noch heil ist. Ist auf diese Art und Weise schaffst du Arbeitsplätze, Rainer. Ja. Sind dir deine Kinder eigentlich böse? Wegen der Namen, die du ihnen gegeben hast. Können wir mal hören, wie die hinteren Namen sind, also die Zweit- und Drittnamen? Die können da nicht mir böse sein, weil das sind immer Großväter oder Großmütter. Also wir haben Victoria, Luise. Das ist schön. Hilde. Ja. Quatsch, so. Nein. Herd, das ist halt so, der hätte ich. Ja, mein Name ist Rainer May, der kennt sich aus in seiner Familie. Ja, bis jetzt. Eine geistige Anstrengung von mir oder soll ich mir das Zeug hier reinhauen? Beides auf einmal geht nicht. Ich kann nicht 2 Sachen auf einmal. Frederik Julius Icarus. Das ist auch okay, aber Willi, Gerhard, was kommt da? Ja klar, das sind schon die beiden Großväter. Und dann hatten wir noch Roderich, weil ich fand, einer in der Familie muss Roderich heißen. Ja. Weil ich hatte diese Vorstellung von einem, der wirklich durch einen Wald geht und alles rodet. Und ich habe im Moment nicht gehofft, du liebst diese Oper, die Operette, der Vetter aus Dings da aus. Du siehst voll, der Roderich. Es geht um den Vetter Roderich, der singt doch dann. Ich bin nur ein armer Wanderer. Nein, das heißt. Die Palette aus Dings da. Das heißt ja, original heißt es ja. Ich bin nur ein armer Wandergesell, gute Nacht, liebes Mädel, gute Nacht. Du würdest wahrscheinlich singen, ich bin nur ein armer Wandergesell, gute Nacht, liebes Mädel, gute Nacht. Ich schlag dir was vor, wie er ist und er macht den Rest.
alles, was Sie über Fernsehen wissen, meine Damen und Herren. Es gibt ein Lied von dir, Home Story. Ja. Wie ging das noch? Mal eben so, dass wir wissen, jetzt kommt die Home Story. Oh, was, hast du die gestimmt? Ja, nee. Klar. Nein, das die ist, vom, jetzt ist doch vom Werk her gestimmt. Ah. Ich hielt den Hörer noch in der Hand. Und als ich noch starr vor Schrecken stand, wurde mir es bewusst, ich hatte soeben mein Einverständnis für eine Home Story gegeben. Und jetzt mach du weiter. Und hier ist sie schon. Grüße ich euch ganz herzlich von Sylt. Reinhard May sagt, diese Insel wäre sein Zuhause, ist quasi der kollektive Freizeitpark unseres Barden. Und der Empfang ist hier das Bambus. Und da schauen wir uns dann auch mal um. Das Bambus gilt als der Sylter Innenkiosk überhaupt. Hier ist unser Barde sehr, sehr häufig anzufinden, in dieser wundervollen, exotischen Dekoration mit diesen traumhaften Vögelein, die da oben sitzen. Ich muss ja sagen, als Rheinländer, ich habe ein ganz großes Herz für Bütchen, wie man bei uns sagt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das noch von früher kennt. Prickelpit, wo man sich so auf die Hände spuckt und es schäumt dann auf. Oder Leckmuscheln, das war doch das Intimste überhaupt. Wenn man seine Schulfreundin mal gefragt hat, möchtest du an meiner Muschel lecken? Wir gucken uns aber jetzt den Rest der Insel an. Wenn man ja hört Liedermacher, denkt man ja immer an die gefühlvollen Softies, die ihre Texte brav zur Klampfe abgeben. Bei Reinhard May sieht's anders aus. Er fährt nämlich Harley und das noch richtig klasse mit Lederjacke. Ich würde darin ja aussehen wie eine Blutwurst, aber er zeigt mir jetzt erst den Rest seiner Insel und sein Zuhause. Wir sind jetzt in Kampen, dem Quasi-Wohnzimmer von Reinhard May. Hier gibt es viele inseltypische Geschäfte, wie zum Beispiel Hermes. Einmal um die Ecke ist Cartier, gibt es hier schon seit 150 Jahren, von Ureingeborenen geleitet. Ja, und hier kann man von Geld, was man schon hat, Sachen kaufen, die man nicht braucht, um Leuten zu imponieren, die man weder kennt noch mag. Das trifft natürlich auf Reinhard nicht zu. Entspannung findet unser Harley-Fahrer hier im Mannepal, einem typischen nordfriesischen Lokal mit entsprechender landestypischer Ausstattung. Hier handbemalte filigrane Kacheln in einem wunderschönen alten Kaminofen, einem Schweizer Berner Hund, sage ich mal, mit Kuhglocke. Hier vorne die Holzvertäfelung liebevoll bemalt, da sind bestimmt viele Marderhaare am Pinsel für ausgefallen. Auch hier sehr schön diese filigranen Kunst- und Schmiedearbeiten. Ihr müsst wissen, Reinhard May trinkt gerne mal das ein oder andere Gläschen. Wein, aber ansonsten ist er vegetarisch, das heißt, er ist sehr bodenständig geblieben. Nicht nur Motorradfahren ist eine seiner heimlichen Leidenschaften, nein, auch das Alphornblasen. Und das tut er hier auf der Uwe-Düne, seinem heimlichen Musikzimmer, vor begeistertem Publikum, die von nah und fern kommen, um die betörend Melodie zu hören. Ich würde sagen, wir lassen diese schönen Klänge ausklingen und nehmen diesen wundervollen Star zu euch in die WG auf. Tschö. Das klingt plausibel, muss ich sagen. Manes hat das super gemacht. Das. Einer unserer unerbittlichen Auslandsreporter, Manes Meckenstock, direkt aus unserem nördlichen Vorposten Sylt. Bist du einer von diesen klassischen Sylt-Liebhabern? Nein, eigentlich nicht. Ich bin da sehr, sehr spät hingekommen, durch Schwangerschaft. Und da ist die Luft so gut, da gebärst du genau, leichter. Genau, Berlin, genau, genau. So. Und dann war es eigentlich so, Liebe auf den zweiten, dritten Blick. Und irgendwann aber, gerade wenn du außerhalb der Saison hinkommst, dann ist es wirklich ein Paradies. Kannst du denn noch, sind die Kinder, sie sind doch noch in der Schule, die Kinder, oder wie? Das ist es ja, das ist das Gemeine. Aber wir haben manchmal... Fahren die denn eigentlich noch mit? Wollen die mit den Eltern noch mit? Also der ganz Große, nicht unbedingt. Wie alt ist er jetzt? Der ist 20. Der kann ja schon mal drauf verzichten, aber manchmal kommt er noch. Es kommt auch ein bisschen aufs Reiseziel. Weil du bezahlst, oder was? Warum kommt der mit, weil du bezahlst? Nö. Der ist wirklich, der ist absolut nicht materialistisch. Im Urlaub hast du natürlich viel Zeit, noch Gitarre zu spielen und so. Ne? Ist das vielleicht der Grund? Das ist nicht sacken lassen, meine Damen und Herren. Und jetzt Applaus! Wohngemeinschaft in Düsseldorf. Ich wollte dich mal fragen, Reinhard, ja. Stimmt es, dass du mit 21 schon Porsche gefahren bist?
Nee, 21 war ich da nicht. Mit 21 hatte ich es mir vorgenommen, es mit 25 geschafft zu haben. Und wann hast du es geschafft? Ich glaube mit 25, Ehrlich? Ja. Es musste sein, weißt du, meine Mutter hat mich als kleiner Junge mal mit auf die Avus in Berlin genommen, das ist ja die Rennbahn. Und da sah ich Porsches rumfahren und habe ich gesagt, eines Tages muss ich einen haben. Ja, hast du da auch weiß ich, zu Hause gewohnt oder schon alleine? Nee, da habe ich noch zu Hause gewohnt. Ich bin, wie gesagt, bis auf meine einzelnen Versuche mit Hannes Wader zusammen in einer Wohngemeinschaft aufgenommen zu werden, was ich nun heute nochmal eben alleine für mich nachholen muss, habe ich gerne zu Hause gewohnt und ich bin ein sehr später Nesthocker gewesen. Aber war auch verdammt gemütlich bei meinen Eltern. Haben deine Kinder das von dir übernommen? Also, sieht so aus. Ja. Ich meine, gut, also der 20-Jährige, der macht keinerlei Anstalten auszuziehen und... finde ich auch okay. Das heißt, und, ja gut, die anderen sind noch du klar. Bist ein richtig freundlicher Vater oder bist du ein strenger Vater? Ein strenger Vater bin ich nicht, aber ich weiß nicht, ob ich ihn vor... Ich bin der Einzige, der diesen Wettbewerb ernst nimmt hier. Nein, aber ich denke, es ist bis zum Ende der Sendung. Und irgendwann redest du wieder und dann esse ich. Ich mache nochmal zwischenliegen, wenn das so weitergeht. Reinhard, du bist ja in einem Frauenhaushalt aufgewachsen. Oh. Ne? Das ist richtig, ja. Und haben die da gehäkelt, gestickt, genäht, gemacht? Oder? Nö, eigentlich nicht. Das war... meine Großmutter, die hat sich in erster Linie um mich gekümmert, war so eine richtige tolle Oma, wie man sich vorstellt. Ich wollte zum Beispiel, das muss man sich vor Augen halten, ich wollte im Winter, ich bin ein Winterkind, ich wollte gerne mit einem Sandkasten spielen, nun gab es aber keinen und da ist meine Oma runtergegangen, hat zwei Eimer Sand geholt, eine Zeitung ausgebreitet und mir im Wohnzimmer einen Sandkasten gemacht. Wenn du damit Klasse. Aufwächst, dann kann ja eigentlich im Leben nicht mehr viel passieren. Einer solchen Frau und dann natürlich noch eine Mördertante und eine Mördermutter. Das war echt, nein, es wirklich... Da fließt Blut, meine Damen und Herren. Hast du über die ein Lied geschrieben? Über die Oma, die Mutter, die Tante? Sie kommen irgendwo in Liedern ja. Alle vor. Und über meine Mutter habe ich auch irgendwann mal eins geschrieben. Ja. Jetzt darfst du. Ja, ich wollte sagen, also es wurde natürlich weibliche Handarbeit groß geschrieben. Und du selbst als ausgeprägter Familienmensch hast doch sicherlich auch schon gelegentlich zur Verschönerung deines Heims, eures Heims, beigetragen. Ist dem so? Das ist... Bist du ein Heimwerker? Aber Etasienarbeiter. Von der übelsten Sorte. Ja, aber da haben wir was Schönes für dich vorbereitet. Wir haben hier so ein unheimlich geschmackvolles... Oh, scheiße, nein, das meine ich. Aber... Da bist du jetzt. Und zwischendurch immer mal ein Häppchen essen, Reinhard. Ah, danke. Ja, mein Alter, ich denke, wer... Das ist gut, ne? ...pampern kann wie ein Weltmeister, ja. Der muss auch... solche Stickereien machen können. Ja, es ist ja entsetzlich. Aber war das dein Werk bis hierher? Kreuzstich? Ich kann zwar pampern wie ein Weltmeister, aber im Kreuzstich bin ich eine Niete. Also was soll ich jetzt essen? Musik machen? Kreuzstich? Es ist wirklich... Aber ich muss es mindestens einmal versuchen. Einen Augenblick unterbinden. Das ich könnte mich jetzt natürlich geschickt selbst verletzen, ja. Um der Spielerei aus dem Weg zu gehen. Sag mal dieses... Aber der Reinhard May, der macht jetzt Kreuzstich. Oh, weil das sind zu wenig Worte für Reinhard. Der Reinhard May, der macht jetzt so mir nichts hier nichts, einfach einen Kreuzstich. Du machst das. Sag mal, jetzt, wo ich zu dir so näher bin, fällt mir das Krokodil erst auf. Also das hier. Ja. Hat es damit was auf sich? Nein, eigentlich nicht. Ich komme ja nur gerade aus dem Urlaub zurück und das war das einzige saubere T-Shirt, was noch zu Hause im Schrank hing. Und das heißt, auf Sylt gibt es jetzt auch Krokodile oder wie? Nee, das war ja in Berlin geblieben. Ach so, das war ja. Ja, das ist doch logisch. Ach ja, ich habe. Nein, das ist. Ich wähle die Garderobe durch Zufall aus. Ja? Das ist wirklich. Boah, wir haben uns solche Mühe gegeben. Guck dir mal. Ja, aber ich habe dir gesagt, der Reinhard. Schreit sich morgens mit Vogelleim ein, rollt sich durch den Kleiderschrank und dem bleibt angezogen. Es hat geklingelt. Ich weiß auch nicht, geh mal gucken, was das sein könnte. Oh! Das machst du gut. Christine? Lass uns mal ins Zimmer gehen. Reinhard, du weißt, dass das Zimmer eigentlich ja bewohnt ist da oben. Da wohnt Gotthilf Fischer drin. Um Gottes Dein Willen. Freund Gotthilf. Ja. Der ist ja auf Welttournee. Götz, nimm mal was Vernünftiges. 400 Konzerte in 500 Städten. Und er schickt uns ab und zu, wie Sie wissen, meine Damen und Herren, das brauche ich Ihnen zu Hause nicht zu erklären, aber dir vielleicht, Reinhard. Er schickt ab und zu Reisegrüße, weil er in fernen Landen immer wieder neue Chöre gründet. Und mal sehen, was er uns diesmal mitgebracht hat. Welche exotische Gestade er diesmal angesegelt hat. Gotthilf, melde dich. Moment. So. Hast du mein Glas? Dein Glas Wenn der Frühling kommt, dann schicke ich dir Tulpen aus. Keine Angst, ich singe nicht. Nein, nein, hallo Christine. Geht's? Ja. Ich bin unterwegs in Holland. Und was kaufe ich da? Tulpen. Herrlich. Wo denn? Natürlich in Amsterdam. Und was mache ich mit den Tulpen? Die schenke ich meinen Damen, weil wir auf Konzertreise sind nach Wangerooge.
Wir werden unterstützt von 25 Heulern, genannt Seehunde. Das gibt eine Sensation. Und wie gesagt, die allerletzte Tulpe, Christine, kriegst du. Und Götz, du lachst dich tot dabei. Okay. Ja, sehr freundlich, Gottlieb. Schönen Dank. Jetzt habe ich hier eine Ladehemmung. Ja. Ja. Und hier ist irgendwas ganz Eigenartiges passiert. Das wovor ist, sich jeder Sticker fürchtet. Ja, oh ja, das ist... Es ist da kann man eine wunderbare Chanson im Reinhard Meißner überschreiben. Oh, du böses Sticker, bleibst einfach hängen. Ich bin nicht so gut in Reinhard Meißner schreiben. Wie würdest du das machen? Entweder sticken oder singen. Du weißt, ich kann zwei Sachen auf einmal machen. Das ist ein guter Text. Entweder sticken oder singen. Du weißt, ich kann nicht zwei Sachen auf einmal machen. Das ist toll. Gut. Kannst du eigentlich noch fliegen? Ich denke, ich könnte noch fliegen, aber ich tue es nicht mehr, weil ich das zeitlich einfach nicht mehr auf die Reihe gekriegt habe. Aber deinen Flugschein hast du noch? Nein, das verfällt ja dann automatisch. Wenn man, und ich denke, immer nachmachen, den Flugschein. Also wird ja immer wieder neu verlängert. Ja, du musst Zeit vorweisen. So wie ein Jugendschwimmschein. Ja, jung bleiben, immer wieder neu machen. Ja, Wohngemeinschaft? Hallo? Ja, ich hätte noch mal eine Frage wegen dem Lied für Klaus, da er nicht vernünftig sticken kann. Könnte er eigentlich doch lieber mal die Gitarre nehmen und wie wär's? Ja, ich verrate mir, was essen kann er auch nicht. Echt? Er braucht doch immer ein bisschen länger, sagt er. Oder hast du heimlich nachgedacht, Reinhard? Nein, beim Sticken habe ich nachgedacht. Ah, das klingt schon sehr schön. Ich muss erst noch ein bisschen stimmen, weil auch das habe ich in meiner Zeit mit Hannes zusammen gelernt. Hannes Wader ist ja auch bekannt dafür, dass er immer gerne lange stimmt. Kann ich mal deine Brille machen? Eine Brille, bitte. Eine kleine Python-Schlange, eine schöne, glatte, lange. Eine Python-Schlange wohnt im Haus und die Python-Schlange gehört Klaus. Eine kleine Python-Schlange, das ist mehr, als ich verlange. Ah, oh, sehr gut. Ist noch nicht fertig! Schluss! Nein, ist noch nicht Schluss! Jetzt will ich mal nicht... Eine kleine Python-Schlange, das ist mehr, als ich verlange. Das war der Quark. Klaus, ich denke an dein totes Reptil. Es trauert mit ihm mein Krokodil. Fantastisch! Oh. Ah. Anna, das war sehr, 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 sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich will jetzt klären, dass... Ich meine Brille wieder, aber ich sehe nichts. Du sollst ja nichts sehen. Ja, ich glaube, wir sollten für die Allgemeinheit und für den Reinhard mal aufklären, dass die Schlange Klaus heißt. Und er noch so. Ja. Das ist okay, aber das sind so Kleinigkeiten am Rande. Halt mal, dass ihr solche Korinthenkacker seid, das hätte ich aber nicht geglaubt. Ach Mann. Angesichts einer solchen Komposition. Das ist auch das kleine Stück dichterische Freiheit, was in jedem Meisterwerk stecken muss. In der Tat. Das ist doch ein bisschen verklausuliert. Das muss euch doch nicht klar sein. Also, fliegen tust du nicht mehr? Nee. Nein! Ich wollte nur gucken, ob du wieder sehen kannst. Danke. Wir zeigen Ihnen jetzt mal, was noch so rundum Reinhard los ist. Jeder möchte wissen, wie sieht seine Frau aus? Die lernen wir jetzt kennen in der Umfeldstory. Ist doch mal ein Häppchen, Reinhard. Mir gegenüber sitzt die Frau von Reinhard May. Was ist ihr Mann für ein Mensch? Ein sehr freundlicher, ausgeglichener, humorvoller. Ja, der Reinhard ist ein sehr gemütlicher Mensch. Sind jetzt lauter positive Eigenschaften. Gibt es auch welche, die weniger positiv sind? Wenig, leider. Was heißt leider? Ja, weil man daneben dann mehr seine eigenen Fehler sieht. Wenn man ihn nur oberflächlich kennt, würde ich sogar sagen, er hat Schweizer Vorfahren. Weil er genießt ganz langsam, er trinkt ganz langsam. Und er sitzt da und tut eigentlich nicht viel. Ein bisschen hektisch ist er. Verbreitet Unruhe im Haus. Er bestellt langsam und ja, also sein ganzes Leben besteht irgendwie aus einer gewissen Trägheit und Langsamkeit. Wenn wir zum Beispiel kleinere Ausflüge planen, dann rennt er noch dreimal ins Haus, weil er irgendwas vergessen hat oder so.
Hinterher zum Beispiel, wenn wir ihm die Rechnung reichen, dauert das auch immer sehr lange, bis da irgendwas kommt. Er kann einige Gerichte wunderbar. Wenn man also keine deftige Hausmannskost erwartet, sondern eher so den leichten Salat oder eine schöne Artischocke, einen Maiskolben. Sehr gerne ein Gläschen Weißwein. Dürfen es auch zwei sein? Es dürfen gerne ab und zu zwei sein. Zu viel mehr reicht es allerdings nicht, weil er einfach zu langsam trinkt. Das heißt, er ist eigentlich mehr zur Be- und Entsorgung der Küche zuständig. Ja, das macht er auch sehr gut. Kann man nicht anders sagen. Er ist eigentlich perfekt. Reinhard ist äußerst begabt handwerklich. Er hat auch eine eigene, wie heißen diese Dinger? Rohrzangen, glaube ich. Wenn er sich dann morgens nach so einem Konzert erfrischen will, dann muss er schon richtig auf ihn niederprasseln und da entfernt er dann irgend so ein Ding aus der Dusche und dann prasselt es. Fällt es Ihnen nicht schwer, Ihren Mann an eine Wohngemeinschaft zu verlieren? Nein, ich glaube, dass Begegnungen mit Menschen immer bereichernd sind und ich bin davon überzeugt, dass er irgendwann zurückkommt in unsere Wohngemeinschaft. Ja, wie nett. Wurzel bitte. Das muss nur gesagt werden. Mein bester Freund und meine beste Frau. Wie lange seid ihr verheiratet? Mit dem Freund? 20 Jahre. 20 Jahre. Mhm. Und sie spricht immer noch sehr nett von dir. Ja, du warst ja auch ich viel auch auf Tournee zwischendurch. Ja. Ja. Aber wir müssen klären, was machst du mit dieser Rohrzange, damit es prasselt morgens? Du kommst in jedes Hotelzimmer und irgendetwas funktioniert nicht. Die Wasserspülung funktioniert nicht oder das Fenster geht nicht auf oder aus der Dusche kommt nichts raus. Das Schlimmste ist ja, die Klimaanlage geht nicht aus. Zum Beispiel. Das ist das Schlimmste. Ja, aber dafür habe ich natürlich auch noch Gaffertape, mit dem klebt sie die Dinger ab. Du kommst in einem extra kleinen Koffer, ich ja? Habe, wenn ihr den Aufnahmeleiter bemühen möchtet, ich habe in meiner Garderobe habe ich auch meine Rohrzange hast mit dabei. Hast du geduscht heute bei uns, und ein Schweizer Messer und ein Spannungsprüfer. Weil du weißt natürlich auch nicht, wenn du eine Steckdose siehst, ist da jetzt Saft aber, drauf? Meinst oder du, ich verlasse mein Haus ohne einen Spannungsprüfer? Das glaubst du doch nicht im Ernst. Nee, ich habe das immer mit dabei. Es ist wirklich, und wenn ich unterwegs mit meinen Freunden auf Tournee bin, dann sind die auch alle sehr dankbar über mein Heimwerker-Werkzeug, was dabei ist, weil sie brauchen es natürlich auch alle. Und sie kommen dann bei. Ich hab auch noch einen Brandmelder mit dabei. Zeitweilig bin ich mit einer Klappleiter gereist. Der Mann ist fertig. Das kann zur Phobie oder? Werden. Ja, ja das ist, wenn man irgendwie nicht ausgeglichen ist, dann fängt man an, sich solche Sachen. Ich reise doch nicht ohne meine Klappleiter. Oder meinen Spannungsprüfer. Ihr denkt, ich bin Meschugge. Aber schaut, was er mir nützt. Mein kleiner Rohrzange ist schön. Weißt du, ein Grammatikfehler muss in jedem Chance sein. Ja, und ein mein kleiner Rohrzange, sehr schön. Götz, ich denke, es wäre Zeit für das zweite Glas. Ich bin gerne in deinen Diensten unterwegs. Immer kann es sein, dass dein Gedächtnis ein bisschen schlecht ist? Warum? Weil deine Frau das so angedeutet hat, eben so ein bisschen. Ach, weißt du noch, wie die Python-Schlange heißt? Nein, der Mann heißt Klaus, nicht die Python-Schlange. Die Python-Schlange. Falsch. Nein, falsch. Die Python-Schlange heißt Klaus. Aber du kannst ein neues Lied machen. Ach, jetzt verstehe ich das überhaupt. Ja, Stunden später. Ja. Ist doch ein Häppchen, Reinhard. Er kommt nicht dazu. Ich habe dich vorhin gesehen, du hast heimlich nachgelegt. He? Ich? Ja, nee. Ich, das würde ich niemals wagen. Das könnte ich jetzt sofort anhand eines Wiegetests überprüfen. Jetzt, wir haben nämlich, du hast doch festgehalten, wie viel das wiegt. Ja, das war, du hattest 1681. Jetzt habe ich 1800 Gramm. Du bist ein Betrüger, Götz. Wer, ich? Ja. Niemals. Oder du meinst es einfach nur gut. Ich will, dass du endlich mal ein bisschen Fleisch auf die Schuhe kriegst, Reinhard. Aber ich denke, ich habe doch das Gefühl... Reinhard, eines deiner glorreichen, goldenen Großtaten Weltchansons, darf ich das so nennen? Ich glaube, du musst stehen bleiben. War und ist und wird immer sein, ein Antrag auf eines Antragsformulars zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschnittsexemplars, dessen Gültigkeitsvermerk von der Zugsbehörde stammt. Zum Beruf der Vorlage beim zuständigen Erteilungsamt. Erteilungsamt, genau. Und wir haben uns gedacht, das ist eine verdammt gute Idee, so ein Formular. Und wir haben dafür dich auch einen Antrag auf Erteilung einer Wohngemeinschaftslizenz. Es ist die Vordrucknummer, jetzt aber aufpassen, 87-63-097-8-97-BZ. Und wir möchten gerne, dass du das ausfüllst. Es geht los hier, Angaben zur Person, Vor- und Zunahme. Jetzt im Ernst? Alle Vor- und Zunahmen.
Nach welchem Onkel bist du noch benannt? Reinhard Roderich. Nein, Roderich war das Sohn. Reinhard Friedrich. Michael. Das geht doch. Ja, das geht. Alter in Tagen? Mai. Alter in Tagen? Also 55? 54 mal 365. Genau. Na ja, so du ja. Gewicht? Naja. 65.000 Gramm. Was mein willst Gott. Du? Was ich wiege? Ja, praktisch, also ist praktisch meine Figur. Blutgruppe? Keine Ahnung. Rhesus negativ oder so. Ja, bestimmt. Passnummer? Das ist dieselbe wie die Blutgruppe. Okay. Angaben zur WG-Eignung. Pinkeln Sie im Sitzen oder im Stehen? Im Sitzen, weil ich mache das Klo selber sauber. Oh nee, dann hast du recht. Ja, Begründung? Ja, ja. Weil ich der Putzmann bin. Ach so. Na gut. Ich tue es, weil ich der Putzmann bin. Lüftungsverhalten nach der Toilettenbenutzung. Oft, selten, nie. Soll ich dir was sagen? Mhm. Ich bin Vegetarier und Vegetarier brauchen nicht zu lüften. Oh. Das ist einer der Gründe. Ja. Also sagen wir mal selten für die anderen. Wie viele Haustiere möchten Sie die WG mitbringen? Die Python ist tot. Wie heißt die Python? Klaus. Klasse. Keine Haustiere, weil ich bin Tierliebhaber und ich denke, sie haben es überall besser, als wenn sie bei mir in der WG mitleben. Fantastisch. Also, schnarchen Sie. Ja. Soll man deine Frau anrufen? Nee, brauchst du, das gebe ich. Durchschnittliche Lautstärke in Dezibel. Es muss unerträglich sein, weil da gibt es schon mal Auseinandersetzungen. Ja. Schlaft ihr getrennt? Ja, wegen meiner Schnarcherei. Aha. Weil es ist auch... Die Schnarcherei hat etwas, wenn ich das mal so sage. Nee, das schnarche auch. Schnarchen hat etwas Unerotisches und da ich sehe das ganz sehr anders. Darauf bedacht bin, meine erotische Ausstrahlung zu bewahren, schnarche ich separat. Und wenn ich dann mich präsentiere, dann schnarche ich nicht. Also, verstehst du? So, politische Präferenz, Stammwähler, Nichtwähler, Wechselwähler. Wechselwähler. Begründung? Weil Spaß macht. Irgendwann hat man wirklich von allen die Schnauze voll. Verhalten nach Alkoholmissbrauch, cholerisch, melancholisch, debil. Ich brauche Alkohol nicht miss, also deswegen haut das nicht hin. Aber er macht dich doch irgendwie. Bist du fröhlich vielleicht? Er macht mich still und glücklich. Also eher melancholisch? Nö, ich sag still und glücklich, das ist nicht melancholisch. Also dann doch eher melancholisch. Nein, glücklich. Andere, gut. Genau. Zuletzt gewalttätig gewesen am? Mit dem Teller, erinnerst du dich an den Teller? Du behauptest doch, ihr schmeißt Teller. Eigentlich sind es mehr die anderen, die Teller werfen. Ja. Ich räume der auf. Feigling, Reinhard Mayer, Feigling. Jetzt wird's interessant. Anzahl der im Leben bereits ausgefüllten Anträge? Kreuz. Ja, sehr gut. Davon positiv beschiedene Anträge? Wenig. Ja. Wenig. Wurden diese Anträge alleine oder mit professioneller Hilfe ausgefüllt? Alleine. Klar. Hiermit bestätige ich im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, den Antrag nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt zu haben. Ob ich im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte bin, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich unterschreibe das mal. Ist das schon mal schön? So, das hast du ja ein kleines Stückchen Rotwein im Wohnzimmer. Red nicht von denen. Rainer Mayer, meine Damen und Herren, der kann Anträge ausfüllen. Ja, das ist ein Ding. Was sagt die Wohngemeinschaft dazu? Ja, also so vom Formular ausfüllen ging das ja ein bisschen langsam, aber die Antworten, die waren eigentlich ganz okay und bis jetzt hat er fast eine positive Bewertung. Was soll das? Habt ihr euch gelangweilt oder was war los? Nö, das nicht, aber es ging. Macht ihr das schneller, ihr Angeber? Ja, das auf jeden Fall. Ich kann euch den Reinhard für eine WG empfehlen. Also wenn ihr eine Gemeinschaftsküche habt, das ist ein sehr, sehr genügsamer Kostgänger. Das muss man einfach sagen. Ja, das ist ein Pluspunkt bei ihm, das ist wohl wahr. Ja. Willst du draufstehen? Meine Damen und Herren, wir haben jetzt was ganz anderes vor. Christine, die stößt mich die ganze Zeit schon an. Mach doch, denn Christine liebt genauso wie Sie zu Hause im Fernsehland nichts mehr als unser Zimmerfrei-Bilderrätsel. Das Zimmerfrei-Bilderrätsel ist etwas, was Sie alle kennen, meine Damen und Herren. Auch für dich, Reinhard, ist es natürlich eine Aufgabe, die du ganz leicht lösen kannst. Auch Sie hier im Studio können mitmachen. Wenn Sie zu Hause mitraten wollen, mein Gott. Ich will lieber raten, statt zu reisen. Wenn Sie also zu Hause mitraten wollen, dann schließen Sie beim Gongschlag die Augen, dann werden wir die Lösung des Rätsels einblenden. Aber wenn der Gong abermals ertönt, ist es schon wieder Essig mit der Einblendung. Dann können Sie lustig weiterraten. Meine Damen und Herren, hier ist unser Bilderrätsel. Ist ja hochinteressant. Interessant. Molto interessant. Was wollen wir damit sagen? Oder welches Lied ist damit gemeint? Der Mai ist gekommen. Stimmt, meine Damen und Herren! Großartig!
gehört. Abermals. Ja, 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 ja. Der Mai, lass raus. Der den Bogen raus, der Mai. Ach, weißt du, dass du mich... Ihr verblüfft mich echt, weil sonst komme ich nie auf Bilderrätsel. Aber wir haben es extra einfach gemacht. Ja, das ist gut von euch. Das war ein schöner Zug von euch. Wir wollten es ganz schwer machen und wollten sagen, welche Buchstaben sind falsch. Da wärst du nie drauf gekommen, weil du dir nichts merken kannst. Aber wo hast du das denn gelesen? Habe ich gehört einfach. Hat er mit der Schlange unter Beweis gestellt, ja, oder? Ja, naja, das stimmt. Ach, ich bin immer mit irgendwas beschäftigt und dann höre ich manchmal nicht so ganz genau hin und dann kann es schon mal sein, dass mir was entgangen ist. Was glaubst dabei. Du, wenn deine Kinder dich beschreiben würden? Was würden die sagen? Unser Vater ist ein bisschen so, wie sagen die Vati, Papa, Reinhard? Papa. Papa? Ja. Würden, ja. Die würden sagen, Vater ist ein bisschen tüdelig, aber sehr gutartig. Tüdelig? Ja. Und das trifft es. Wenn Sie glauben, Investigativjournalismus gibt es nur bei der Bild am Sonntag, da haben Sie sich aber getäuscht. Guck mal hier, wir haben aus deiner Garderobe die Feuerzange rausgeholt. Das Schweizer Taschenmesser unter den Tisch. Das stimmt. Das ist ja unglaublich. Wie schön, eine kleine handliche Rohrzange. Wobei ich sagen muss, dass wir hier keine Probleme kriegen. Das ist kein Schweizer Messer. Das Schweizer Messer ist unglücklicherweise zu Hause geblieben. Das ist der Leatherman. Das ist dieses Hausmeistermesser. Überschneidet sich ein wenig mit dem brutalen Hausmeister, wie wir es aus schlechten Krimis kennen, schon Generationen von Mitbewohnern um die Hast Ecke du schon jemals haben. Mit dieser Rohrzange Ärger gekriegt? Also die müssen doch feststellen, dass du an der Dusche manipulierst. Nö, das, na, da, also ich meine, ich möchte Profi, jetzt nicht ja, alles rausplaudern, damit ich. Aber Ärger kriegst du höchstens im Flieger immer bei der Durchleuchtung der Gepäcksachen, weil sie sagen, was macht er mit der Rohrzange? Was macht er mit dem Schraubenzieher? Was sagst du da? Ich sag, das brauche ich. Aber Christine, ich darf sagen, Reinhard und wir beide als Berufsmusiker, in der ganzen Musikszene spricht man ja nur davon, boah, der hat vielleicht eine Rohrzange, der Mai. Oh, Vanella. Ah. Hallo, Berbe. Vanella. Ja, das ist richtig. Nee, ist schon Borussia Altmann. Bleiben Sie sitzen. Ich fälle mich mal so dumm dazwischen. Frau Nölle, Herr May, Frau Nölle. Ja, ich bin Frau Nölle, Herr May. Ich bin Frau Nölle. Ich kenne Sie, Frau Nölle. Ich sehe jeden Morgen mit Genuss aus meinem Zimmer, wenn Sie mit dem Hund Gassi gehen. Ja, wenn Sie nackt putzen. Mit dem Hund, das sind zwei Buchstaben. Ja, da müssen Sie mich verwechseln. Ich hab das Huhn. Ich lebe ja mit dem Huhn. Ah, Herr May, entschuldigen Sie, ich muss ganz kurz. Frau Westermann, kann das sein, dass ich Sie letztens im Radio gehört habe. Kann gut sein. Ja, das finde ich nicht gut, weil das sieht man sicher nicht. Oh, von Hölle. Schmeißen Sie schon ein bisschen rein, oder? Oh, ja, ich finde, Sie sind so eine, die muss man sehen, ja. Mhm. Sie auch, übrigens. Nein, bitte. Ich muss das nur sagen, es gibt ja Menschen, die besser nur im Radio werden, Herr May, so, wie die alle heißen. Aber die sind dann dummer. Sie können ja auf jeder Toilette singen, das finde ich so toll. Sie können im Radio, im Fernsehen und da würde ich auch hinkommen, Herr May. Also auf Toilette, wenn dann Konzert wäre. Verplauder mich schon wieder. Was wollte ich sagen? Ja. Herr Altmann, jetzt wo ich Sie sehe, jetzt fällt es mir ein. Ich tanze ja immer nackt auf Jüst. Ne? Ja, ich kenne auch Frauen, die nackt auf Sylt tanzen, aber das ist nicht so mein Stil. Herr Altmann, jetzt wo ich Sie sehe, auf Jüst letztens habe ich so eine Echse gesehen. Also nicht, sondern so eine Eidechse. Ja. Das wird Sie interessieren. Schießen Sie los. Ja, und zwar, wenn man versucht, ne, die Eidechse zu packen, wissen Sie, was dann passiert? Nee. Dann geht der Schwanz ab. Schön, dass Sie dabei an mich denken, Frau Lange. Ja. Es gibt so Echsen, ja, das hat die Natur so, da geht die Echse, geht so weiter und man hat den Schwanz in der Hand und jetzt ist ja im Schwanz von der Echse in dem Sinne kein Verstand, ne? Nee, stimmt. Das mag bei Ihnen jetzt umgekehrt sein, das ist so. Aber dann zuckt er noch so ein bisschen, dann ist er tot, ja, und der Echse wächst einer nach und das tut auch gar nicht weh, ich weiß auch nicht, ich habe... Komm rein, sehe sie und mir fällt sofort diese. Ist ja auch egal. Ja, nee, ach ja. Aber die Natur denkt sich Sachen aus. Ne? Ich lebe mit dem Huhn. Also da, wo sie hier, da lebt bei mir das Huhn, ja. Ach, das ist nett mit so einem Huhn. Ist fast besser als ein Mann. Ich sag ja immer, mit den Männern kommen die Antibiotika. Ne? Nein, mein Huhn guckt immer Adlerfilme.
Ja, und dann ab und zu singe ich meinem Huhn auch mal was vor, also Fluglieder am liebsten, zum Beispiel Flieger, zeig mir die Sonne, ne, zeig mir. Und dann singe ich auch I believe I can fly und dann verarsche ich meinen Huhn manchmal. Dann singe ich Fly like an eagle, eagle. Und Herr May, ich habe, also wenn mein Huhn dieses über die Wolken, also dieses Wolken, muss mal aufstehen, Herr May, wenn mein Huhn das Wolkenlied hört, ja, dann wird das schier verrückt. Und jetzt wollen Sie ein Autogramm für Ihr Huhn? Nein, nicht wirklich. Mein Huhn kann besser hören als lesen, muss ich gestehen, aber ich habe mir erlaubt, also haben Sie schon mal für ein Huhn gesungen, Herr May? Noch nicht, nee, aber ich will es jetzt tun. Holen Sie doch mal. Ja, aber gerne. Ja. Herr May, ich habe mir nämlich erlaubt, ein kleines Hühnerlied zu schreiben. auf das Wolkenlied, ja. Wenn Sie das mal für mein Huhn, also mein Huhn guckt auch zu, wenn Sie das mal. Wo ist er? Kommen Sie mal, da müssen wir da. 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 Das geht auch ganz einfach. Also, das geht so. Wenn mein Huhn flattert, dann flattert mein Herzflügel mit. Ah, so, ja, ja. Ja. Und das soll ich jetzt machen, Frau Nölle. Welche Tonart singst du? Da tickt A-Dur. Mein Huhn aus. A-Dur? Hm? A-Dur und H-Moll? Und Sie setzen sich jetzt darauf. Nein, nicht wirklich ich, sondern Sie. Das ist in Wirklichkeit in G-Dur und A-Moll, das merkt ihr gar nicht. Also das ist für mein Huhn wie Jod S11 jetzt, wenn das und das... Moment, Moment. Singen Sie oder singe ich? Also ich würde sagen, besser Sie singen. Oder singen wir beide? Ich zeige Ihnen den Zettel, ja. Ah, Götz. Ah. Ja, sag ich doch. Nein, so. Was ist denn da? Überraschung. Wenn Sie da mal... Wenn mein Huhn flattert, dann flattert mein Herzflügel mit. Alles schnattert und gackert und dann sind wir sowas von Flügel. Oh Mann, wenn das Huhn bis zum Horizont fliegt, dann lass mein Herz flattern kriegen. Ja, das ist schön. Und nochmal. Wenn mein Huhn flattert, dann flattert mein Herz jeden Tag. Alles schnattert und kackert und dann sind wir sowas von Flüge. Oh Mann, wenn das Huhn bis zum Horizont fliegt, dass mein Herz flattern kriegt. Herrlich! Vielleicht habe ich doch ein Ziel gesungen. Frau Nölle, es war mir ein Vergnügen. Schön. Vorsicht. Aber das kostet einen Haufen Geld. Jumbo kaputt gemacht. Lass mal den Götz machen. Kommst du mit mir hoch das Zimmer angucken? Ja. Wenn mein Huhn flattert. Das hier ist ein typisches Reinhard-May-Zimmer. Lass uns mal da hinten an die... Hallo Fury, wie wär's mit einem kleinen Ausritt? Hast du Lust? Wir haben gedacht, wir machen Reinhard-May-Zimmer mit all den Liedern oder ein paar, die du gemacht hast. Erkennst du was wieder? Also das hier zum Beispiel. Ja, ein Krug aus Stein. Ja. Ein Lied, das heißt oder ein Krug aus Stein. Komm, gieß mein Glas noch einmal ein. Darf ich? Aber du meinst, geht dann mit diesem billigen roten Wein? Aber lass ja, das ist ein kleiner Requisitenfehler. Ne? Ach was, jetzt heute? Lass heute mal sehen, was ist. Oder ist es Requisite? Nee, das ist... Halt, wir müssen erst dieses andere Lied noch machen. Wie war das? Sag du es. Trink aus, Große. Oder... Nee, hast du nicht ein Lied mit dem Trinkstoff geschrieben? Das fällt mir jetzt nicht ein, aber... Das ist mir jetzt aber peinlich. Trotzdem. Ich habe ein Lied, das heißt, ist mir das peinlich. Und dann nehmen das wir das dafür. Das ist doch klasse, ist mir das peinlich. Die Koffer. Der ist doch okay, ein Koffer oder? In jeder Hand. Das ist wunderbar. Ein Koffer in jeder Hand. Um diese Zeit trinke ich sowieso alles. Das ist, weiß, ankommen mit Freitag, den 13. Da ist eine 13 drauf. Dann könnte das ein Apfelbäumchen. Mein Apfelbäumchen. Irgendwas mit dem Bär und dem Käfig. Ja, okay, da hätte ich jetzt eher an einen Vogelbauer gedacht. Aber wenn du meinst, dass das der alte Bär im Käfig ist, dann ist das auch in Ordnung. Jetzt haben wir nur noch die Stühle. Drei Stühle? Oder zwischen allen Stühlen? Zwischen allen Stühlen, genau. Sag mal... Das war, oder siehst du noch was, was wir nicht gesehen haben, aber was sich an Lied erinnert? Ach ja, hier. Der Sonntag und dieses Tier da oben drüber. Da kommst du drauf. Was ist denn das für ein Tier? Ein Delfin? Naja. Oder ein Hai? Naja. Wahlweise könnte es auch ein anderes sein. Ist ein Wal. Sag mal. Walsonntag! Ah.
wir wissen ja, dass so ein bisschen langsam ein bisschen tüttelig ist. Nein, ja? Also pass auf, okay. Ein Wal ist ein Wal und ein Hai ist ein Hai, dann ist das ein Hai-Sonntag und kein Wal-Sonntag. Gut, ne? Nein, ja, gut, ne. Wie geht's eigentlich Annabelle? Ich denke, dass es Annabelle gut geht, weil Annabelle hatte eine Mörderkondition und war auch sonst gut drauf und ich denke, dass es ihr gut geht. Aber du hast keinen Kontakt mehr mit Leuten, über die du damals geschrieben hast? Ach doch schon, weil ja? Ich, jetzt mal ohne Spaß, ich bin eigentlich jemand, der über die Jahre hinweg mit den Menschen, die ihm einmal ans Herz gewachsen sind, möglichst gut umgeht und eigentlich treu ist. Und infolgedessen habe ich natürlich schon eine Ahnung von denen, wie es den Freunden von damals geht. Wie geht's Charlotte? Da geht's gut, ja? Super gut. Lebt ja. Die noch? Ja, die reist und hält Vorträge. 83 oder 84. Das war eine super Lehrerin, die dich durchs Abitur gepaukt hat. Ja, das ja. Die mir. Hallo, ich bin's, Jürgen. Ach. Mensch, Jürgen. Götz. Ja. Götz, hör mal zu. Ich weiß es wirklich, es liegt nicht an dir. Das weiß ich ja. Und ich bin mir sicher, wir werden riesig miteinander auskommen. Meinst du? Ich finde, dass du ein Riesentyp bist. Stimmt das? Deswegen, komm, gib dir mal einen Stoß. Lass uns mal ein Bier zusammen trinken. Ich trinke wegen dir auch noch Alkohol, obwohl ich sonst nie eins trinke. Wegen dir würde ich eins trinken, Bier. Das dufte. Ja? Ja, lass uns mal. Lass uns mal von Mann zu Mann drüber reden. Einverstanden? Von Mann zu Mann? Nee, dann doch nicht. Das, von Mann zu Mann, das verstehe ich jetzt nicht mit dir. Also ich und du, wieso denn von Mann zu Mann? Das kapier ich nicht. Gnadenlos. Von Mann zu Lusche vielleicht, aber von Mann zu Mann. Immer, sie ziehen nicht einfach so rum. Ja, ich habe eine super Idee. Jetzt gerade der Jürgen Drews, der hat mich inspiriert. Moment, der. Der Jürgen hat mich inspiriert. Pass mal auf. Der Jürgen hat diesen Hit gehabt, Ein Bett im Kornfeld. Erinnerst du dich? Ja, sicher. Das war ja auch, genau wie deine Lieder, eines der bestimmenden Lieder an der Grenze zwischen Schlager und Chanson. Also ich meine, mehr von der Schlagerseite, aber es waren weniger Silben natürlich pro 100 Takte drin. Aber hast du das schon mal gesungen? Nein, aber oft gehört. Du hast verdammt Glück gehabt, dass du heute bei uns bist, Reinhard. Möchtest du Gitarre spielen oder nur singen? Nee, ich möchte... Eigentlich möchte ich weder Gitarre... Ja, nur singen. Nee, ich möchte dir zugucken, was du machst. Nein, ich kann das nicht singen, das kannst nur du richtig singen. Ich helfe dir, ich unterstütze dich. Hier ist ein Mikrofon für dich. Meine Damen und Herren, ich glaube, dieser Mann hat einen ganz schweren Motivationsfehler. Wollen Sie da nicht mal ein bisschen applaustechnisch unterstützen? Da, 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 oder mehr? Da, 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 da. Da, 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 da. Ein bisschen tiefer. No. Okay. Come on, Reinhard, let's get funky. Sommerabend, überblühendem Land. Schon seit Mittag stand ich am Straßenrand. Bei jedem Wagen, der vorüberfuhr, hob ich die Daumen. Auf einem Fahrrad kam jetzt zu fünf, kam ein Mädchen daher. Und sie sagte, ich bedauere dich sehr. Doch ich lachte und ich sprach, ich brauch keinen weichen Daumen. Ein Bett im Kornfeld, das ist immer frei. Denn es ist Sommer und das ist schon dabei. Die Grillen singen und es duftet nach Heu. Wenn ich träume, mal ein Bett im Kornfeld, zwischen Blumen und Stroh und die Sterne leuchten mir sowieso. Ein Bett im Kornfeld, mach ich mir irgendwo. Jetzt kommt meine Lieblingsstrophe, pass mal auf. Etwas später lag ihr Fahrrad im Gras und so kam es, dass sie die Zeit vergaß. Mit der Gitarre hab ich ihr und so weiter, erzählt. Und so weiter. Herrlich, großartig, ein großer Tag für Jürgen Drews. Ein ganz, ganz großer Tag. Mal Probe singen, falls er doch jemand vor uns einzieht. Ah, Probe singen. Ich heb mir das mit auf fürs nächste Mal. Hör mal, der Jürgen wird dir danken. Wir wollen mal wiegen gehen. Also ich bin ja persönlich eigentlich eher immer skeptisch, wenn es um meine eigenen Qualitäten geht, das wissen Sie. Aber wenn ich mich hier so wiege, runter mit dem Ding. Also das sind, sagen wir mal, da bleiben noch über 1050 Gramm. Ich habe mich also fast eines Kilos fester Nahrung entledigt. 50 Gramm, was ist denn komische Geräusche um mich rum? So, welcher Teller ist jetzt dran?
Ich bin in Klanne. Ja. Ich habe noch mal mächtig reingehauen jetzt. Wir sind bei... Ich habe fast nur ein bisschen mehr als zu Anfang. 1640. 1640. Ja, und Christine, du bist dran. Willst du dich auch noch mal will? Hör mal, oh, das ist ja Wahnsinn, gut, was, ne? Du so reich bist bei deiner Figur. Da staunt man aber. Das sind 1 Kilo und 40 Gramm. Zur Auswertung. Reinhard hat 41 Gramm minus. Christine hat 700 Gramm minus. Und ich habe es geschafft, mich 880 Gramm zu entledigen. Das heißt also, du hast gewonnen. Ich habe tatsächlich gewonnen. Das überrascht mich jetzt aber total. Uns alle. Christine ganz knapp einen zweiten belegt und Reinhard hat 41 Gramm geschafft. Ich ist etwas langsamer. Mhm. Also wir diskutieren das jetzt hier noch aus, weil in der Zwischenzeit können Sie sich zu Hause die ultimative Lobhudelei anschauen. Und du kannst dich endlich mal hinsetzen. Ist doch mal eine Kleinigkeit. Ja. Ach, Kinders, ich sag es euch, hier so barfuß über den Strand zu pesen, hat doch so ein bisschen was von rettet die Wale. Also, Reinhard May ist nicht nur ein wundervoller Star, sondern er ist privat ein wahnsinnig netter und bescheidener Mensch geblieben. Gut, er hat so die ein oder andere Fliege zwischen den Zähnen, gehört sich ja auch für einen freundlichen Motorradfahrer. Und ich muss jetzt mal gucken, ob ich nicht noch jemand finde, der mir hilft beim Lobhudeln. Wir haben gerade in diesem Jahr das Problem, dass viele Kunden sehr angestochen wirken und sehr aggressiv wirken. Und immer wenn er reinkommt, dann haben wir das Gefühl, dass man wieder Ruhe einkehrt und mit dem man nochmal einen Schnack machen kann. Ohne, dass man über die permanenten Probleme der Teuerungsszene auf der Insel oder Ähnliches diskutieren muss. Ihm alleine würde ich das zutrauen, in der Wohngemeinschaft klarzukommen, zu wohnen. Mit Bügeln, Putzen und allem drum und dran? Ja, warum nicht? Muss ich auch machen. Und, was man nicht vergessen darf, bei seinen ganzen Vorzügen, diese wundervolle Insel würde er für euch auch noch aufgeben. Also gebt ihm eine Chance und nehmt ihn auf. Ich bin kurz davor. Wir würden das glatt machen, oder? Aber jetzt fragen wir die Wohngemeinschaft in Düsseldorf, passt Reinhard May bei uns rein? Oder wie? Oder was? Naja, wie, was? Also, nein. Ich bin der Meinung, er passt eigentlich ganz gut. Er ergänzt euch ja, wenn ihr einen schalldichten Raum habt, könnt ihr auch zusammen Musik machen. Solange es kein anderer hört, das ist ja in Ordnung. Und naja, ansonsten ist er ein schöner, ruhiger Pool für eure WG. Und er isst nicht viel, ist schön billig. Geld bringt auch mit. Worten. Porsche und Moped und prima. Der Reinhard ist ein Riesentyp. Und haben wir ihn alle schrecklich lieb. Aber meine Damen und Herren, was nutzt er schon? Wir wissen ja, dass wieder aufstehen. Sie hier im Studio, meine Damen und Herren, jetzt die Gelegenheit, von uns der Pappkartons, die vorhin liegen, zu zeigen. Grün, jawohl, nein, auf gar keinen Fall. Was glauben Sie, hat er bei uns zu suchen? Viel dann grün, wenig dann rot. Und ich sehe eine immense, überwältigende Mehrheit an grünen Kartons. Du bist im engsten Kader. Meine Damen und Herren, wir danken Ihnen fürs Zuschauen. Wir danken Reinhard dafür, dass Sie ihm Tränen ins Auge schießen. Wir danken Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Nächste Woche sind wir wieder. Hier ist Christine Westermann, mein Name ist Götz Alsmann. Danke. Reinhard May!